Kein Mineralwasser ist wie das andere. Wie viele und welche Mineralien im Wasser sind, hängt davon ab, durch welche Gesteinsschichten das Wasser gelaufen ist. Ich stehe hier vor den Gerolsteiner Dolomiten. Ein kalzium- und magnesiumhaltiges Kalkgestein, das vor ca. 100 Millionen Jahren durch Vulkanismus entstand. Speziell hier trifft in der Tiefe Kohlensäure vulkanischen Ursprungs auf Dolomit und ermöglicht es dem Wasser, die Mineralstoffe aus dem Gestein zu lösen und aufzunehmen. Dieser Prozess dauert 50 bis 100 Jahre. Wow! Das natürlich gefilterte Mineralwasser sammelt sich in bis zu 250 Metern Tiefe und wird wieder zutage gefördert und direkt am Quellort abgefüllt. Also dieses Wasser hat es quasi bei meiner Geburt da oben reingeregnet. Was ein Kreislauf. Und ich trinke das jetzt. Wahnsinn.